Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. In meinen Videos erzähle ich die wichtigen Dinge, die in meiner Sprechstunde vorkommen. Und eines der besonders wichtigen Dinge ist die Wundversorgung. Ich merke, mit der Behandlung von Wunden sind viele Eltern nicht so vertraut, auch verunsichert. Und mit den Tipps, die ich gebe, wird das besser werden. Jede Wunde heilt am schnellsten, wenn sie keine Bakterien in sich hat. Sprich, wenn sie desinfiziert wird. Und das trifft für jede Wunde zu. Für die Schnittwunde, die Quetschwunde, die Risswunde, die Schürfwunde. Jede Wunde, wenn sie sauber ist und bakterienfrei ist, heilt schneller, als wenn es anders ist. Und das bedeutet, dass Sie jede Wunde reinigen müssen. Es ist klar, wenn Kieselsteine oder sonstiger Dreck in der Wunde ist, dass Sie das wegwischen. Am besten sofort, wenn die Verletzung passiert ist, weil dann ist der Schmerz nicht noch schlimmer. Also eine dreckige Wunde, am einfachsten unter fließendem Trinkwasser säubern. Sie brauchen keine Angst haben, dabei passiert nichts Schlimmeres als das, was ohne diese Maßnahme passieren würde. Und danach ist es sinnvoll, eine Wunde zu desinfizieren. Im Prinzip ist es egal, ob man ein Sprühmedium benutzt oder eine Lösung, die man betupft. Das wird auf jeden Fall zu einer Desinfektion, zu einer Reinigung der Wunde führen. Es gibt heute Flüssigkeiten, die wenig brennen, wie das Octenidin, im Gegensatz zu dem Alkohol oder der Jodlösung, die man früher benutzt hat. Ich selbst bin allerdings ein Freund der Jodsalbe, und zwar Salbe deshalb, weil diese Salbe die Fähigkeit hat, über Stunden auf die Wunde einzuwirken und damit der desinfizierende Effekt einfach besser ist. Und dass diese Salbe eben lange genug auf der Wunde bleibt, dafür sorgt das Auflegen eines Pflasters über die Wunde. Apropos Pflaster. Ein Pflaster sollte immer verwendet werden, wenn eine Wunde nass ist oder nässt, damit nicht zusätzlich noch Dreck in diese Wunde gelangen kann. Flüssigkeit wirkt ja magnetisch in Anführungszeichen. Also eine Wunde so lang abdecken mit einem Pflaster oder mit einem Verband, bis sie trocken ist. Und erst dann ist die Luft sinnvoll, wie man ja immer schön sagt. Es muss Luft an eine Wunde. Das ist korrekt, aber dazu muss die Wunde trocken sein. Ich habe oft das Problem, dass ein Pflaster oder ein Verband auf einer Wunde verklebt. Und zwar dann, wenn die Wunde etwas tiefer ist, dann nässt sie sehr. Dieses Sekret, was einen gelblichen Farbschimmer hat, dieses Sekret ist nicht Eiter, wie man meistens glaubt, sondern das ist Wundsekret und sehr eiweißreich. Deshalb schimmert es gelblich. Und Eiweiß, wenn es trocknet, ist krustig, ist klebend. Und so kommt es zum Verkleben mit einem normalen Pflaster. Verhindern kann man das, wenn man eine Wundgase auflegt. Wenn man sie nicht da hat und die Wunde ist größer, empfehle ich sowieso grundsätzlich eher das Aussuchen eines Fachmanns. Mir ist es am liebsten, ich kann eine größere Wunde selbst entsprechend versorgen und dafür Sorge tragen, dass es eben nicht zur Verklebung kommt. Sollte es aber zur Verklebung gekommen sein, so löst sich dieses Problem durch das Einweichen mit Wasser. Wenn Sie Trinkwasser benutzen, brauchen Sie keine Sorge haben, dass Sie diese Wunde in irgendeiner Form noch zusätzlich verunreinigen. Also ein Pflaster oder ein Verband, der auf der Wunde klebt, den mit Trinkwasser einweichen, so lange und vorsichtig vom Rand dann abziehen, so lange bis es ganz weg ist. Dann trocknen, am besten mit der Puste oder mit einem Föhn oder mit Fächern oder einfach auch nur warten und dann eine Gase auflegen oder ein Pflaster nehmen, welches eine Silberbeschichtung hat.
Auch das dient dazu, eine Vergebung zu verhindern. Also, grundsätzlich, um es nochmal zusammenzufassen, eine Wunde heilt am schnellsten, wenn sie sauber ist, also desinfiziert ist. Ich bevorzuge das Auftragen einer Jodsalbe, solange die Wunde feucht und nass ist. Wenn sie trocken ist, braucht es gar nichts mehr, kann man auch den Verband weglassen. Und etwas Wichtiges noch, vor allem bei jeder Art von Wunde, kann es passieren, dass Tetanuserreger in die Wunde gelangen. Das ist der Grund, warum wir eigentlich alle eine Tetanusimmunisierung haben. Allerdings muss die ausreichend sein und das bedeutet, dass wir eine abgeschlossene Grundimmunisierung haben müssen und gegebenenfalls eine Auffrischung, die im Erwachsenenalter alle 10 Jahre erfolgt. Und deshalb benutzen Sie bitte das Auftreten einer Wunde spätestens, um in Ihrem Impfausweis nachzuschauen, wann die letzte Tetanusimpfung war. Bei den Kindern ist es so, dass sie nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter eine erste Auffrischung zur Einschulung bekommen, die sogenannte Einschulungsimpfung. Das heißt, sie sind in der Regel, wenn sie die normalen Impfungen haben, in der Zeit der häufigsten Verletzungen, nämlich von 1 bis 7 Jahre, in der Regel automatisch geschützt. Bissverletzungen. Und damit meine ich Bissverletzungen, die durch Tiere, Hunde, Katzen meistens, aber auch Hasen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse können beißen und durch Menschen verursacht werden. Wespenstiche. Wespenstiche gehören zu den Dingen, die häufig einen Telefonanruf oder einen Besuch bei mir in der Sprechstunde verursachen, deshalb dieses Video. Wespenstiche führen zu einer heftigen lokalen, also örtlichen Reaktion an der Haut. Sie tun weh und meistens sind sie am nächsten Tag schlimmer als am Vortag und das ist dann die Situation, wo ich dann ins Spiel komme. Und dann ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. So sehen Flohstiche aus. Typischerweise bilden sie eine Art Straße, wie sie auf dem einen Bild zu sehen ist, oder solche gruppierten roten Flecken mit Bläschen. Das Typische von diesen Flohstichen ist, dass sie sehr, sehr jucken.